Recht herzlich willkommen zur 45. Folge von City Skylines. Ja, wir sind im Spiel drinne und wir hatten hier ein Verkehrsproblem. Ich habe jetzt mal gerade die Pause drin, damit wir das mal in Ruhe angucken können. Aber ja, wir können sie auch rausnehmen. Hier geht irgendwie nichts voran. Da staut sich, wer weiß, wie kilometerweit zurück. Auf mehreren Straßen auch, wie man hier sieht. Hier ist auch ganz schäbig. Und hier stehen sie auch noch. Da, wie man sieht. Also da müssen wir unbedingt was tun. Hier stauen sie sich auch zurück, aber... Also wenn, warte mal, wenn die sich da stauen. Hier geht der Verkehr auch langsam zurück. Andersrum. So, hier ist noch ein Problem also. Die wollen alle da lang. Und da ist das Problem. Was ist das für ein Gebäude? Drunter Drogerie. Okay, das ist Kommerz einfach nur. Wie sieht's denn aus, wenn wir hier hinterher noch eine Straße herziehen würden? Das wird wahrscheinlich nicht gehen, ne? Oh, das wird schwierig. Ah, da stehen auch ein paar Wagen. Also hier ist ja vielleicht mal gar nicht so das Problem in dem Sinne. Sondern das Problem sitzt hier hinten irgendwo. Da löst es sich auf. Und da ist das Problem, weil die fahren nicht nach da. Fahren sie schon, klar, aber... Da staut sich's zurück. Jetzt kommen die von dort. Das ist eine Einbahnstraße wohl. Hier steht keiner. Hier stehen ganz viele. Ah, da brennt's und da kann sowieso gerade keiner hinfahren. Die Nebenstraße hier ist aber frei. Das bedeutet, wir müssten dieses Stück auf jeden Fall verändern. Und dafür müssten wir ein Straßenupdate machen. Ist das eine Einbahnstraße, oder? Nee, ist keine Einbahnstraße, oder? Nee, ist keine Einbahnstraße. Das heißt, wir müssen zwei Fahrtrichtungen haben. Oder 6. Upgraden wir hier. Ja, da müssen wir einiges abreißen. Aber geht nur so, oder? Zack. Hier will er das gar nicht machen, weil der Park wahrscheinlich im Weg ist. Also muss der Park weg. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Ja. Und ihr kriegt den ja wieder, keine Sorge. Das machen wir mal auch mit Bäumen, denke ich. Und dann wollen wir hoffen, dass es die Lage etwas verbessert durch Mehrspurigkeit, ne? Kriegen wir da wieder einen Park hin? Keine Ahnung. Der wäre es nicht. Komm, zack. Freuen sich alle, wunderbar. Und der Kommerz blüht, oder wie war das? Hier hintenrum wäre noch was machbar, ne? Ich glaube, das machen wir auch, ne? Dann ziehen wir hier noch eine große Straße durch, klar. Ne, dann müssen wir das machen, ja. Ist kein Symbol, dass was abgerissen werden muss. Machen wir. So, sieht doch gut aus, oder? So, jetzt nur die Frage, ob was besser oder schlechter noch wird.
Hier stehen sie immer noch alle im Stau. Die Straße ist natürlich noch nicht angenommen worden. Ach so, okay. Ja, muss sein, oder? Aber ist nicht blau. Geht also nicht. Warum geht das nicht? Gute Frage. So rum geht's auch nicht. Gucken wir erstmal, was das ist. Nichts Besonderes, kann also weg. Straße wieder her. Ja. Das funktioniert leider nur gerade, ne? Ah, da geht's. Und da geht's auch. Wunderbar, mehr wollten wir gar nicht. Okay, das heißt, das kann weg. Ja, dieses Stück Straße werden wir abreißen. Weil das macht keinen Sinn. So. Den Bagger lassen wir erstmal weg. Und wollen hoffen, dass der Verkehr jetzt besser fließt. Hier ist alles prima. Dreispurig da, wie da. Vielleicht fahren sie ja irgendwann mal hier auch lang, anstatt da oben, weil die fahren jetzt hier oben lang. Quälen sich hier durchs Industriegebiet, na da. Könnten aber rein theoretisch jetzt auch hier lang fahren. Ja, wann ist die Wegfindung soweit, ne? Einer fährt da schon lang. Schwierig, ne, oder? Die Rechtsabbieger sind schon hier. Ja, jetzt fahren sie rechts im Kreis wahrscheinlich, ne? Also im Müllwagen. Irgendwo hier ist die Feuerwehr oder Krankenwagen. So. Wird's jetzt hier besser? Das ist die Frage. Kreisverkehr ist immer noch voll. Das bedeutet, diese Straße muss auch noch besser werden. Upgrade. Ne, da müssen wir das machen. Ja, ist so, ne? Kann ich auch nicht ändern. Müssen wir jetzt mit... Ah, doof, ne? Am Friedhof geht's wieder nicht. Den will ich jetzt nicht abreißen, dann gibt's bestimmt Ärger. Es wäre jetzt nur möglich wahrscheinlich, das Stück Straße abzureißen. Und dann auf eine neue Art und Weise da vorbeizukommen, ne? Na, gerade hatten wir's doch. Weg. Geht. Fährt jetzt. Sieht komisch aus, ist aber okay. Ja, dann fahren die auch nicht so schnell auf der Kreuzung zu. Gut. Es ist besser geworden, das ist die Frage. Die fahren jetzt woanders schon mal lang. Das war das Busdepot, glaube ich. Ja, es staut sich hier aber wieder schon. Während hier flott wegkommen, ne? So ist nicht. Ah, hier ist, glaube ich, auch kein so großer Stau mehr. Das war doch, glaube ich, alles hier voll, ne? Das ist, glaube ich, jetzt weg. Ah, der nächste Stau kommt bestimmt, ne? Warum fährt denn der da rein?
Krankenwagen. Okay. Naja. Soll gehen. Okay, der Verkehrsfluss ist hier noch da, aber... Ach komm, so ein bisschen Stau müssen die abkönnen. Das ist ja so eine High-End-City da. Ich glaube, das geht, das reicht. Wie sieht's hier aus? Eigentlich gut. Da stehen sie vor einer Ampel, oder? Ja, der Kreisverkehr hier, der bringt auch nichts, ne? Oh, jetzt ist jetzt hier alles weg. Das sind parkende Autos, glaube ich. Oh, hat sich wohl aufgelöst, der Stau da. Oder war da überhaupt einer? Ne, hier war er jetzt. Okay, hier sind zu viele kleine Einfahrten. Das ist das Problem wahrscheinlich, ne? Aber warum fahren die hier nicht weiter? Müllwagen fahren da rein, ist ja alles okay. Da sind ja auch genug Mülleimer zu leeren. Ja, passt schon, oder? Ist zweispurig in die Straße, glaube ich. Können wir die upgraden auf dreispurig? Sieht gut aus, oder? Das geht nicht um die Kurve, okay. Die Kurve geht interessanterweise dreispurig. Ja, weiß ich auch nicht, warum das jetzt nicht will. Gefälle zu steil, okay. So, lassen wir das jetzt. Passt. Lassen wir. Hier sieht's überall gut aus. Da parken. Ne, da parken wir nicht. Das ist dreispurig. Und lauter Rechtsabbiegerprobleme. Da müssten wir was wegreißen. Oh, die nächsten Würmer kommen bestimmt, ne? Hier staut sich's immer noch. Und da ist auch noch ein Rückstau. Ja, der Verkehr bleibt und bleibt und bleibt und in der zweiten Spur fahren sie gar nicht. Naja, ist okay. Sieht jetzt so aus, dass es halt nicht besser geht, oder? Ah, hier ist noch ein Nadelöhr. Was ist das für ein Gebäude? Eine Arztpraxis, okay. Können wir sie doch irgendwie upgraden, die Straße? Muss immer alles weggerissen werden, ne? Hier könnte man durchbauen. Das ist alles richtig so. Wie ist denn hier mit... Einfach hier. Durchziehen, gerade. Industriegebiet würde abgerissen werden. Hier geht's... Oh doch, da geht's tatsächlich doch.
Dreispurig ohne Randstreifen. Mit würde auch gehen. Da nicht mehr. Interessant, ne? Okay, aber ich würde sagen, wir machen hier erst eine Pause. Im Industriegebiet die Straßen, die werden wir demnächst noch optimieren. Da machen wir erstmal nix. Oder nix nicht. Da, wir werden die Straße da gerade durchführen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.